Wir haben 1977. Frauen gehören an den Herd, nicht an den Schreibtisch. Doch heutzutage wollen die Frauen gleichberechtigte Partnerinnen sein. Kuckuck. Hat mit deinem deutschen Kunden alles geklappt? Oh, lass mich in Ruhe, Susanne. Also, wenn du meine Meinung hörst. Deine Meinung? Welche Meinung? Du hast eine Meinung? Robert. Ich erwarte von dir nur, dass du meine Meinung teilst. Alles andere ist Verschwendung an Worten und Energie. Also sei still, bitte. Arme Mama, du kapierst nichts. Man muss an die Zukunft denken und sich der Zeit anpassen. Nenn mir bitte eine Frau, die nach 30 Jahren Ehe noch so verwöhnt wird. Ja, im Umgang mit meinen Küchengeräten, da bin ich wirklich Königin. Na bitte, wunschlos glücklich. Du musst es zugeben. Na, wie geht's, Nadesh? Finger weg. Madame, das ist schrecklich. Ein Streik? Ja. Wenn nicht sofort Verhandlungen aufgenommen werden, dann wird sich der Streik verschärfen. Ein Infarkt, ich hab's kommen sehen. Ich glaube, dass Ihr Vater sich vertreten lassen sollte. Wie wär's denn mit Ihnen, Madame Pujol? Mama, das ist doch ein Witz. Als Arbeitgeberin bin ich freundlich, gerecht und warmherzig. Eine bourgeoise Nymphomanin. Vergeben Sie ihm seine Grobheiten. Er ist Kommunist. Typisch. Sie ist eine andere Frau geworden. Im Kühlschrank steht eine Quiche für dich. Bella macht sie dir warm. Dieses Miststück. Ein Albtraum. Können wir uns an einem diskreteren Ort unterhalten? Wir können in mein Büro gehen, wenn Sie wollen. Nein, in meinem Wagen wäre es mir lieber. Es reicht. Ich habe mich geändert. Ich bin eine andere Frau geworden. Das verdanke ich der Chefin. Jetzt bist du auf der Höhe der Zeit, Mama. Überall übernehmen die Frauen die Macht. Halt dein Maul! Wer ist denn hier der Boss, verdammt nochmal? Ich. Wenn ich es richtig verstehe, dann bin ich jetzt das Schmuckstück. Gewissermaßen. Da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen.